So, ich will gegen diesen Baum da rollen. Link, du schaffst das! So, und jetzt möchte ich noch kurz rausgehen, also hier wieder zurück ins Dorf. Ich glaube, ich will mich doch in den Schneidersitz setzen. Und dann ist Marlon weg. Und dann gehen wir hier zurück. Und dann ist Marlon wieder da. Hallo Marlon, du singst aber schön. Ist sie nicht hübsch? Du siehst sehr, sehr scary aus, wenn du die ganze Zeit so lächelst und gleichzeitig singen kannst. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wird ja, tust du mir einen Gefallen? Würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwann ein Nickerchen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn siehst, suchst, oder so, dann nimm das, das hier. Bewahre es warm und sorgsam auf, du wirst es gebrauchen können. Hihihihihi. Ja, ein Ei, Mann. Dankeschön. Ich wollte schon immer ein Ei. Ach, ich will das gleich hier runter tun. Yeah. Das ist ja furchtbar. Furchtbar. Yay. Ja, bitte? Das Mädchen von der Farm wollte, dass wir ihren Vater suchen. Wo er wohl sein mag? Ha, ja, na, hier natürlich noch nicht. Also, dass der da mich nicht sieht. Ich finde es übrigens sehr schön, dass sie hier deutlich gemacht haben, dass man da hochklettern kann. Das war ja... Wow, du hast ein Küken ausgebrütet. Das ist schon ein voller Hahn geworden. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, ja genau. Im Nintendo 64-Teil war diese Ranke hier nicht sehr deutlich angezeigt. Und man hatte am Anfang, wenn man das spielt, zum ersten Mal spielt, Probleme, das zu finden. Aber, naja. Warte, gibt es da nicht noch Geld? Hier direkt am Zaun? Nein? Oh... Aber hier gibt's Geld, Geld, Geld. Ich brauche Geld für ganz viele Wundererbsen. Ich will erst hier noch das restliche Geld holen, bevor ich den Typen aufwecke. Ah, hier am Zaun war das. Verstehe. Das macht natürlich Sinn. Gegen die Strömung schwimmt man langsamer. Guten Tag, Mario. Wie geht es dir? Hallo, Digga. Du sollst nicht schlafen. Milch frisch abliefern, muss ich mich beeilen. Was zum Teufel? Kann man denn nicht einmal für eine Sekunde die Augen zumachen? Hallo, wer bist du denn? Also, ich bin Talon, Besitzer der Lonlon Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, als frische Lift... um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Marlon sucht nach mir. Da bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ciao. Sehr, sehr, sehr skurril, dieser Mensch. Bitte füllen Sie dieses Feld aus. Nein. So. Schwipper mag Zelda nicht. Das bringt mich immer mehr zu der Annahme, dass er nicht normal ist. Aber ich weiß, dass er nicht normal ist. Er war schließlich eine Woche schon hier. Mann, Kisten schieben dauert so lange. Gleich wird's wieder dunkel. Es wird echt gleich wieder dunkel, wow. Dann wollen wir mal schnell da reinkrabbeln. Einmal hatte ich den Fall, dass hier eine Wache stand. Aber ich weiß nicht mehr, ob das vielleicht daran lag, dass es nachts war oder so. Kannst du mal laufen, du Typ?
Los, kusch! Ich mach mich nicht auffällig. Mich wird niemand entdecken. Ihr steht prima, ihr steht prima, ihr steht prima. Oh, Money. Aber das will ich nicht. Boah, war das knapp, ey. Wie soll ich das denn machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab Angst. Ein kleines bisschen. So klein. Hey, jetzt kann ich das endlich mal machen und ihr seht das tatsächlich. Wow. Dass er mich nicht sieht. Also gut, ich bin hinter ihm, aber trotzdem, ich traue mich gerade nicht an ihm vorbei. Aber jetzt sollte ich vielleicht. Oh mein Gott. Geschafft. Bei mir ist auch alles super. Also ich schaue ja, ich habe ja auch immer nebenbei den Stream laufen, damit ich das ein bisschen im Auge habe. Die vergessen wir natürlich nicht. Ich glaube, wenn man hier Dings, dann schmeißt einer eine Bombe raus. Hey, du da, mach keinen Ärger! Wah! Bis gleich! Yay, yay! Aha, aha. Boah, voll schön, was die hier so für Details haben, nicht wahr? Krasser Scheiß. Hey, du. Hey, du. Hallo. Was gibt's denn da zu sehen? Hallo, ich rede mit dir. Was? Nanu, wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Tja, ich bin halt cool. Oh, was ist das? Das ist eine Fee? Dann kommst du aus dem Wald? Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden, grünen Stein. Nun hast du ihn dabei? Nein. Als würde ich jemandem wildfremden das erzählen. Das ist seltsam. Ich glaubte eben, du wärst irgendwas aus meinem Traum. Du hast ihn wirklich nicht? Sag mir bitte die Wahrheit. Ja, ich habe ihn. Aha, wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts dieses Wolken. Dieses Wolken. Hallo, Tiolade. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden, grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas, Mina. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Mina. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Hüte familiend wird. Du wirst es doch nicht weitererzählen. Nein. Dies ist die Legende. Du.
Das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort. In Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Mönche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Ein rechtschaffendes Herz würde Hyrule in goldenen Zeiten voller Reichtum und Frieden machen, wenigstens. Würden Wünsche eines Menschen mit niedriger Gesinnung erfüllt, so verschlänge es das Böse die Welt. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor den bösen Mächten zu bewahren. Ugh, der Text geht verdammt schnell weg, wenn man ihn vorliest. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Eine Flöte. Also die Ocarina der Zeit halt, aber eine Flöte. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraue, verstanden? Ich bin doch nicht blöd, du Tussi. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Ja, das habe ich gesehen. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Klar. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Link hat den Zoom-Blick. Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinem Traum einhüllten, sie müssen diesen Mann dort symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß. Er ist es. Er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum, doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Erlebe die Macht der Aura. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce im Heiligen Reich abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Mina, wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Du hast auch einen Dachschaden, Alte. Nein, natürlich, ich glaube dir, obwohl du einen Dachschaden hast. Haha, weil ich auch einen habe, ist das nicht toll. Ich danke dir. Ich habe Angst. Große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen Schlüssel... Schlüssel, ja. Die verbleibenden heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich in dieser Reihenfolge. Wir sind hier nicht bei Kingdom Hearts, klar? Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Du hast einen Liebesbrief von Prinzessin Zelda erhalten, denn sie liebt dich über alles. Meine Vertraute wird dich aus dem Schloss geleiten. Unterhalte dich ruhig mit ihr. Ob sie Bilder noch gibt? Wartet, wir gucken mal nach. Nein, es gibt jetzt Röhren. Oh, schade. Es gab coole Bilder. Es gab, glaube ich, Mario, Yoshi... Hallo? Du bist ja hässlich. Ich bin Impa, Überlebende der Shika. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Nein, eigentlich war es der Dekobaum. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lernen, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. Willkommen zurück. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie.
Okay. Du, du, du. Das hast du so gut gemacht, Link. Ich bin so stolz auf dich. Oh, wow. Mit dem Ding kann ich also Musik machen. Ich verstehe. Das ist ja interessant. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Okay.